ist nicht nur, aber auch. Genau, wir sind nicht um, sondern auch. Genau, auch politisch. Und das ist die ganz besondere heute. Und das schöne Thema. Wie sieht es denn eigentlich mit Nachwuchs aus? Unterschiedlich. Also jetzt letzte Zeit kamen ein paar jüngere Leute und sehr gute Leute dazu. Aber im Grunde genommen, das ist ja so eine Geschichte mit der Musik. Man hört ja auch in der Klassik, dass nur die Top-Leute werden, also dessen Leistung wird vergoldet. Sehr gute Leute, die aber nicht entsprechend schön aussehen oder sowas, die werden gleich 3-4 Stufen unter herabgesetzt. Also man muss Top-Leistung haben und die werden gesponsert. Aber das ist ja auch nicht mein Ding eigentlich, wo beispielsweise ein guter Pianist für bestimmte Schuhe wirbt, statt für gute Instrumente. Aber so sind die heutigen Zeiten. Werbung macht viel und auch viel kaputt. Dadurch haben wir auch sehr viele sehr gute Leute, die auf die Straße gesetzt werden, gute Musiker. Ich bin der Helmut Tuppert, ich blase Horn und das seit 63 Jahren. Ein paar Töne. Ich habe mit 13 Jahren in der Musikschule angefangen, war dann am Theater, war dann beim Militärorchester und war noch im Konzertorchester Brandenburg und bin seit 1999 im BVG-Orchester Berlin. Und seit über 10 Jahren mache ich bei den Konzerten im BVG-Orchester auch die Moderation. Zwar nicht heute bei der G-Night, aber in den öffentlichen Konzerten des Orchesters, damit es ein bisschen bunter wird. Da gehört dann aber auch schon ein bisschen Leidenschaft dazu, offensichtlich, ne? Ja, da gehört Leidenschaft dazu. Und wie ich gesagt habe, wenn man 63 Jahre Musik macht, nur Musik macht sein Leben lang, dann kommt man von der Musik eigentlich nicht los. Und das Orchester zeichnet sich eigentlich auch dadurch aus, das BVG-Orchester, dass viele ehemalige Musiker von Theatern, von Symphonieorchestern, von der Armee, von der Polizei, von den Orchestern hier, sagen wir so mal, wie ein Sportler sich austrudelt. Abtrainiert. Und das ist so, dadurch hat das Orchester natürlich auch ein sehr gutes Niveau. Es sind ja außerdem auch noch sehr viele Männer, fast nur Männer. Männer. Ja. Hören die Männer denn dann immer auf die Dirigentin? Aber gerne. Das ist eine hervorragende Dirigentin und sie weiß, was sie will. Und was uns immer sehr beeindruckt, sie kommt sehr vorbereitet in die Proben. Und verlangt den Musikern natürlich auch einiges ab. Aufgeregt heute Abend? Eigentlich nicht so sehr, weil ich ja entbunden bin heute von der Moderation und mich auf die Musik konzentrieren kann. Und da ist es schon recht locker. Und es wird auch ein sehr schöner Abend. Wir machen das ja schon 10 Jahre. Mhm. Und ist ein sehr nettes Publikum, sehr aufgeschlossen. Sie werden das vielleicht nachher merken. Und die Musik dem heutigen Abend angepasst, locker, froh, frisch und frei. Ich kann euch auch privat buchen. Ja. Also wenn ich euch eine Feier habe, wende ich mich dann an... Dann meine Quetscher diesmal, nicht mein Horn und Erwin. Und wir machen ohne Noten durch die kalte Küche. Nur zu zweit. Ja. Und machen wir Ständchen oder auch wenn es geht, wenn es gewünscht wird, 2 Stunden.
von live unterhalten. Was kostet sowas? Sag ich nicht. Wir reden später drüber. Ja, den Preis macht man natürlich einzeln aus. Es hängt vom Umfang, ob wir jetzt auch mit Verstärkung ankommen sollten, nur zu zweit oder Schlagzeug dazu oder kleine Bläsergruppen. Wir haben auch beispielsweise Bläserquintett, was so je nach Wunsch mal klassisch, mal auch böhmisch-bayerisch klingen kann, mit Schlagzeug dazu, das sind da schon sechs, mit einem Sextett kann man auch eine kleine Bierfeste und sowas mit uns feiern. Wenn man möchte gerne, dann verstärken wir das alles so ein bisschen mehr, dass es lauter wird, dass die 200 Leute auch Spaß dran finden. Mein Name ist Holger Lattke, ich spiele Altsaxophon hier im BVG-Orchester und spiele jetzt mal was. Jetzt ist bei mir Dirk Wucherpfennig, der zweite Dirigent des BVG-Orchesters. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Oh, das, wie das immer so ist in Musikerkreisen, über Kontakte aus anderen Orchestern, wo man mal dirigiert oder spielt oder sich kennt. In diesem Fall war das so, dass ein sehr netter und auch sehr guter Klarinettist aus diesem Orchester, der kannte mich aus einem anderen Orchester, Bellmann, und er sprach mich an, ob ich nicht dazu Lust hätte, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich komme ja normalerweise aus einem ganz anderen Metier. Ich bin eigentlich Musiker im Symphonieorchester, schon seit vielen Jahren. Und komme natürlich da aus einer ganz anderen Ecke. Da geht es natürlich um meistens sehr ernste Musik. Das geht um sehr tiefsinnige Inhalte, um, wenn wir an Gustav Mahler denken, Rachmaninow, Schostakowitsch und so weiter und so fort. Da geht es natürlich immer darum, die Musik aufs Höchste der Präzision zu bringen im Symphonieorchester und um möglichst ausgewogen zu spielen. Und eigentlich ist es natürlich nicht schlecht, und ich versuche so ein bisschen von dieser Erfahrung, die ich aus dem Symphonieorchester habe, auch vielleicht hier mit reinzubringen und einfach ein bisschen das weiterzugeben, was ich eigentlich seit 20 Jahren mache und einfach drauf zu, also ja, und es ist für mich natürlich eine sehr schöne Abwechslung eigentlich, nachdem man sich vielleicht mit diesen todernsten Sachen beschäftigt, die es oftmals in der Klasse gibt, dann einfach mal so ein bisschen swingen, ein bisschen Jazz zu spielen. Und da geht es einfach ein bisschen lockerer dazu. Aber trotzdem versuche ich eben, dass genau diese Genauigkeit oder möglichst dieser Anspruch genauso übertragen. Alle die Leute, die Menschen zu uns kommen, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Das sind jetzt Engländer, das ist Franzose, einer aus Ungarn, aus Tschechien, Slowakei. Ich weiß nicht, es sind noch 7, 8 Nationen, die wandern auch. Und alle finden auch gemeinsame Sprache, ja klar, das ist Musik. Und ist alles vertreten. Und ich finde es super, dass die Menschen auch immer ein gutes Wort miteinander reden können. Also friedliche Koexistenz mit den Mitteln der Musik quasi, ne? Ja, auch. Ja, Musik verbindet, ist klar. Ne? Aber dass die Leute sich jetzt auch außer beruflichen Bahn auch was anderes denken und was vermitteln wollen, das ist eigentlich das Ziel des Orchesters. Die kommen einfach und musizieren. Das ist toll. Also ich finde das super. BVG klingt manchmal so ein bisschen, hat einen negativen Touch. Ich weiß nicht warum, weil wegen Fahrscheinkontrollen oder sowas. Keine Ahnung. Aber BVG ist eine tolle Firma eigentlich, und ich finde, wir sind auch nicht die Schlechtesten. Wir sind kein Berufsorchester, muss man wohl aussagen. Wir sind obwohl wir ein paar Profis dabei haben, wir sind jetzt als Leihorchester, als e.V. Wir bekommen keine Gagen, wir bekommen nur mal ab und zu mal Aufwandsentschädigung. Und das alles, was uns verbindet, das ist ja auch die verrückte Liebe zur Musik. Und das zementiert einfach. Ne? Ja, liebe Zuschauer, das war's von uns, von der G-Night und vom BVG-Orchester. Ich gehe gleich noch ein bisschen tanzen. Tschüss, machen Sie es gut.